Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal Markus Brüsche, der Kölsche Schatzsucher, und ihr seid heute wieder mit dabei auf meinen Streifzügen, jetzt wieder mal im Wald. Ja, ich bin jetzt hier wieder an einer Stelle, wo ich römische Hinterlassenschaften vermute. Ja, dabei habe ich wieder meinen Deus 2 mit der 22,5 cm großen Suchspule, die ich von der Firma Abenteuer-Schatzsuche.de gesponsert bekommen habe. An dieser Stelle ein Gruß an den Jochen, den Chef der Firma. Ja, heute möchte ich mal den Relikt-Mode ausprobieren. Ich bin heute mal nicht in meinem Wald-Modus unterwegs und ja, versuche mein Glück hier. Ja, hier ist es jetzt natürlich noch ziemlich schwer, weil so viel, ja, ich sag mal, Unterholz da ist. Es sind noch viele Brombeersträuche, die nicht verrottet sind. Wir haben hier jetzt gerade mal Mitte, Ende November, sage ich jetzt mal, dreiviertel November ist hinter uns. Ja, und interessant wird es eigentlich so um Januar, wenn wirklich das ganze, ja, ich sag mal, Zeug wie Brennnessel und alles ab zum Boden ist. Ja, aber zurzeit sind auch die Felder wieder bei uns in den Stellen, die guten Stellen bestellt. Ja, es ist natürlich schwierig, doch zu suchen. Ja, wie gesagt, ich bin heute mit dem Relikt-Modus unterwegs. Ich habe dort ein paar Einstellungen vorgenommen, die ich euch jetzt zeigen werde. Aber erst kommt mein Intro. Also bis gleich. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Jetzt sind wir bei den Einstellungen. Wir gehen in das Menü. Dort habe ich den Threshold auf 3. So habe ich einen leichten Hintergrundschwellton. Den Disk IAA auf 2. Sensitiv auf 96. Die Frequenzweiche steht auf 3. Die Eisenlautstärke auf 3. Die Reaktionszeit habe ich auf 1, um richtig gut Tiefe zu bekommen. So, und die Signalverstärkung auf 5. Das tiefliegendes, ja, ich sag mal, ein tiefliegendes Signal eben gut durchkommt. So, jetzt gehen wir mal zurück. Den Bodenabgleich, den hatte ich eben gemacht mit, lassen wir mal gucken, vielleicht kann man das noch sehen, auf 87. So, ne, 79, gelogen, 79 war der Bodenabgleich. So, und wie gesagt, ich werde euch gleich bei dem ersten Signal oder bei dem ersten Objekt beim Ausgraben wieder mit dazu holen. Also bis gleich. So, hier haben wir das erste Signal. Es ist ein 9,60er Signal. Ziemlich laut. Hier vorne könnte auch schon ziemlich flach liegen, also ziemlich an der Oberfläche. So, wir haben jetzt mal nicht, wir nehmen direkt den Pinpointer und schauen mal nach. Also hier haben wir das. So, dann nehmen wir mal den Spaten für einen leichten Stich. Oder heben wir mal so aus mit der Hand. Ah, da haben wir es schon. Hier. Es ist schon, das ist ein großer Zeltring oder Planenring, was er so von der LKW-Plane kennt. Ja, könnte jetzt, ja, ich sag mal, von Waldarbeitern sein, könnte aber auch aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Irgendwelche Versorgungsfahrzeuge, weil wir hier auch im Gebiet sind, wo gekämpft worden ist. Okay. Alles klar, dann sehen wir uns gleich bei meinem nächsten Signal wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder. Hier haben wir ein 80er Signal. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Ziemlich laut.
hier vorne. Also praktischerweise da, wo die Spitze ist. So. Na, wir sind genau an der Wurzel. Ich möchte jetzt hier nicht den Baum da halb ausgraben für. So, und ist draußen und muss da in dem Aushub mit bei sein. Ja, das ist schon schwieriger geworden. Und da liegt, ja, und ich glaube, ja, die erste Römermünze. So, machen wir erstmal den Pinpointer aus. Dann zeige ich euch das. Das könnte ein kleines Ass sein. Von der Dicke her oder ein großer Volley. So. Der erste Römerteil ist gefunden. Ich hoffe, es folgen noch mehrere. Okay, dann hole ich euch gleich beim nächsten Signal wieder mit dazu. Also bis gleich. So, da bin ich mal wieder. Hier haben wir ein 91er, 92er Signal. Ziemlich leicht und flach. Ein schwaches Signal. Müsste eigentlich noch mal gucken, ein bisschen die Erde wegmachen. Wo die zwei Blätter sind. Ach, das ist ein Regenwurm. Lassen wir den erstmal sich verabschieden. Komm, jemand Freund. Wir wollen das Tier ja nicht tot machen. So, jetzt ist er weg. So, da müsste es ungefähr sein. Einmal. Ja, hier sind extrem viele Wurzeln, weil hier ein Jungbaumbestand ist. Das Tolle ist bei dem Spaten hier, das ist der Gerrit-Spaten, den ich heute mal mit habe, weil das Blatt ziemlich schmal ist und lang. Na? Na, hängt es jetzt am Spaten? Ja. Ne. Wo ist es denn? Im Loch noch. Könnte im Loch sein, weil es tiefer ist und ein kleines Objekt ist. Und dann kriegt man das nicht mehr. So. Wollen wir mal gucken. Ja, tatsächlich. Es ist im Loch und tiefer. Also. Ich bin jetzt schon so tief drin. Also, es ist tiefer. Wir mal. Oh, jetzt müsste draußen sein, ne? Oder? Ja, hierbei muss es sein. Hier. Oh, bitte. Ich sehe, ja, ihr könnt es noch nicht sehen. Ich sehe es Gold glänzen an der Seite. Lass es eine Goldmünze sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oder? Doch. Bitte. Ach, ne. Ich glaube es nicht, zu leicht. Ja, was ist es? Ein Knopf. Ja, oder? Jo, ein Knopf. Eine Münze ist es nicht, ein Knopf. Ein Jolner Knopf oder ein verjolter Knopf. Ja. Ist leider so. Das sind eben halt die Funde, die man macht. Oh, da ist aber was drauf. Das Schrift, was da drauf ist. Okay, das müsste ich mal zu Hause gucken. Ich habe die Brille jetzt nicht bei. Ich kann die Buchstaben nicht mehr lesen. Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis dann. So, hier bin ich mal wieder. Hier haben wir ein 71er Signal 70, 71. Geht hoch, runter. Ich hoffe, ihr könnt es gut hören. Hier muss das ungefähr sein. Machen wir mal das Laub weg. Also hier.
Also hier, ihr seid mit dabei. Ja, wollen wir mal gucken. Oh. Ich sehe schon. Es liegt oben auf. Ich hoffe, es war nicht tief. Nee. Warte. Ach, ich weiß, was das ist. Ratet mal, was es ist. Wir lassen das Moment mal so, wie es ist, liegen. Okay, ich sage es euch. Ich glaube, es ist ein Rosenkranz. Ja. Ah, einmal die Kette und hier das Kreuz. Ja, heute ist wohl alles mit dabei. Knopf. Ja, hier ist viel, ja, ich sag mal, hier wird viel Waldwirtschaft betrieben. Hier sind ja viel Aufforstungsarbeiten in früheren Zeiten gewesen. Also, das wird nicht zu alt sein. Ich denke mal, vielleicht Mitte dem 19. oder ja, 20. Jahrhundert. Ich denke mal, so vielleicht in die 50er Jahre rein. Keine Ahnung. Ja, aber so, das ist nichts Altes. Aber das ist ein Rosenkranz. Hoffentlich bringt der mir Glück. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis dann. So, hier bin ich wieder und hier mal ein 80er Signal. Wird auch nicht tief sein, wird wohl hier unter den Blättern sein. So, Gefühl sagt mir, es wird eine Patronenhülse sein. Hier wird es irgendwo sein. Da habe ich schon weggeschoben. Also lag es schon oben auf. Wollen wir mal gucken, was das ist. Oh, ich denke mal, das werden Patronenhülse sein. Ja, doch nicht. Ja, das hier. Okay, Alupapier. Aber massives. Ich denke mal, das sind die Alustreifen, die an den Jungbäumen befestigt werden, so dass da kein Wild dran nagt. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, nach langem wieder ein Signal. Nach dem 70er. Hier oben irgendwo bei. Na. Also hier, oder? Hier. Ungefähr wo das grüne Blatt ist, muss das Signal sein. Ja, ich hoffe, man kann das gut sehen. Beim Graben jetzt. Einmal draußen. Aber da oben in dem Haufen muss es mit dabei sein. Ja, das ist echt schwer heute. Ich bin viel gelaufen bis jetzt. Sehr verhalten. Na? Na? Ach hier. Ah, okay. Ich weiß schon, was das ist. Oder denke. Ja, es ist so. Es ist wieder ein Endstück von einem Truhenkästchen, wieder eine römische Eichel. So ein Eichel-Endstück an den Griffen. Ja. Ja, das Römische, das ist hier jetzt momentan wirklich mit der Münze und jetzt der Eichel. Das Einzige, was ich bis jetzt habe. Ja, wollen wir mal gucken. Jetzt werde ich erstmal Pause machen und was essen und dann werden wir uns gleich beim nächsten Signal wiedersehen. Okay, dann bis gleich. So, hier bin ich mal wieder mit einem Signal, was bis auf 90 hochgeht, 89, 90, sehr laut. Hier vorne, also hier,
So, ihr seid wieder live mit dabei. Oh, da habe ich direkt die Wurzel schon von dem kleinen Baum. Müssen wir hier machen. Ja, jetzt bin ich auf der Wurzel drauf. Ja, dann muss ich eben raus. So. So, hier vorne, das ist auch nicht tief. Das wird hier vorne bei sein. Ah, Mensch. So. Na? Ah, da habe ich. Ach, eine Schlitzrose. Da. Eine Schlitzrose. So, ja, noch mit Lederstück drin. Schön. Freut mich. Ob das römisch ist, glaube ich nicht, weil da wäre kein Leder. Doch, da bin ich wieder. Der erste Akku ist schon durch. Also könnt ihr euch vorstellen. Ja. War nichts. Also hier ist jetzt die Schlitzrose. Ein schönes Teil. So. Dann bis zum nächsten Fund. So. Da bin ich wieder. Man sollte auch noch mal die Fundstelle rundherum kontrollieren. Und hier sind noch ein paar Signale. Hier ist eins. Hier ist eins. Und hier auch. Also hier sind ein paar Signale. So, dann werden wir mal hier die Erde wegmachen. Also hier war... So, da bin ich wieder. Der zweite Akku, das ist scheinbar ein defekter Akku. Jetzt bin ich wieder beim dritten Akku. Also ungefähr 10 cm daneben die nächste Schlitzrose. Also Nummer 2. Und ich habe hier noch zwei Signale. Dann würden wir über einen Schlitzrosenhortfund sprechen. Okay, dann werde ich mal die anderen zwei Signale kontrollieren. Ihr seid mit dabei. Dann haben wir heute mal im Video den ersten Hochtfund gemacht. Aber Schlitzrosen eben halt. So. Den legen wir jetzt mal hier an den Baum. Dann machen wir mal hier weiter. Hier ist das nächste Signal. So. Ist draußen, das liegt jetzt hier oberhalb bei. Ich hoffe, dass die Kamera noch läuft. Sonst muss ich gleich mit dem Handy aufnehmen. Na? Nein. Habe ich noch gar nicht draußen. Doch. Ah, hier ist Nummer 3. Der Schlitzrosen. Ja, Nummer 3. Ich hoffe, dass sie doch an ist, die Kamera. So, Leute. Jetzt seht ihr hier, da ist mal ein Spaten. Die Kamera ist ausgefallen. Auch der dritte Akku ist platt. Aber hier haben wir ein weiteres Signal. Genau hier. Hier war die erste Schlitzrose, da wo ich jetzt die Spule drauf habe. Hier die zweite Schlitzrose und hier die dritte. Dann vermute ich da die vierte. Und dann gucken wir mal weiter, ob ich noch eine finde. Aber schon ab 3 Objekten zählt man ja, oder sagt man ja, Hortfund. Gut, ich bin andere Hortfunde gewohnt. Das ist für mich jetzt kein Hortfund, aber für euch soll das jetzt ein Hortfund sein. Ein Schlitzrosenhortfund. Gut, alt wird das auch nicht sein. Ich denke mir mal 18. Jahrhundert, wenn überhaupt. Ach. Oder Mitte 19. Jahrhundert. Ich denke mir mal, das hat hier all genauso wie eben. Ja, und da liegt es schon. Ich habe es schon raus. Ich sehe es schon. Hier. Kann man nicht sehen. Ich glaube hier. So, jetzt gehe ich schon mit dem Finger drauf. Da ist sie. Da. Nummer 4. So, die eine habe ich schon in die Tüte gepackt, weil ich zu schnell war. Dann legen wir sie mal alle drei hier hin. Ich stufe. So, hier bin ich wieder. Da sind die drei Schlitzrosen. So, die erste, die ich eben schon in die Tasche gepackt habe, lege ich auch mal dazu. Da sind 4 Schlitzrosen. Also ein kleiner Hortfund an Schlitzrosen. Ja, nehmen wir sie mal hier raus aus dem Laub. Und legen sie mal auf den Handschuh drauf. So. Ihr könnt das sehen. Aber gleich zum Schluss, wenn heute Abend die Suche beendet ist,
werde ich sie dann alle nochmal aufführen. Ich denke mir mal, die werden zu alt sein, die werden aus dem 18. Jahrhundert sein, weil hier viel Forstwirtschaft betrieben worden ist und Aufforstung. Und die sind ja hier mit ihren Pferden rein, um die Bäume aus dem Wald rauszutransportieren, wird es wohl von irgendeinem Pferdegeschirr sein aus dem 18. 19. Jahrhundert. Okay, dann sehen wir uns nachher hoffentlich noch bei einem weiteren Fund. Ansonsten wird es ein kurzes Video, weil wie gesagt, meine DJI Osmo Action, die Akkus sind alle platt. Ich habe jetzt keinen Akku mehr, ich filme jetzt mit dem Mobiltelefon. Also dann bis gleich. So, hier habe ich wieder ein Signal. Ein 770er. Nicht, zwar konstant, aber nicht so laut. Also es wird was tiefer liegen. Hier ist auch, wenn man jetzt, ja gut, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so eine kleine Mulde lang. Das könnte, ja, ich sag mal, ein ehemaliger Weg gewesen sein. So, hier muss es irgendwo liegen. Hier. Ah, das ist natürlich jetzt sehr schwer. Ich muss jetzt erstmal das Gerät wegsetzen, sonst kann ich nicht filmen und graben gleichzeitig. Weil wie gesagt, ich habe ja jetzt das Handy und nicht die Kamera, weil hier die Kamera ist ausgefallen. Und ich glaube, ich mache auch nicht mehr so lange, weil das ist natürlich sehr stressig, mit dem Handy in der Hand rumzurennen und das Ganze zu filmen. Aber es muss hier sein. Ah, hier kommen Steine, Kiesel vielmehr. Das könnte tatsächlich ein Damm sogar sein, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Gucken Sie draußen. Ja, es ist draußen, Suchgerät weg. Jetzt nehmen wir den Pinpointer. Ich nehme euch auf die andere Seite. Also wenn das Video mal aussieht, also da bin ich wieder an den Drücker gekommen. Jetzt wollen wir gucken. Ach, so, ein bisschen so. Gucken. Da ist es. Ah, was ist es? Bronze auf jeden Fall. Gucken. Ich glaube, das ist ein Beschlagstück, oder? Ich glaube, das ist ein Beschlagstück. Gucken. Ja, oder? Oder was ist das? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall danach aus, dass ein Stück von einem Beschlag ist. Ja, könnte ein Beschlagstück sein. Was genau, kann ich noch nicht sagen, weil es schmutzig ist. Ich würde auch nicht drauf rumreiben. Hopp. Ein Loch gefallen. Ja, im Loch. Ja, okay. Vielleicht, wenn ich noch ein Signal habe, hole ich nochmal das Handy raus. Ansonsten sehen wir uns gleich bei der Fundzusammenfassung. Okay, dann bis nachher. Tschö. So, liebe Leute. So, ein Tag hat ein Ende gefunden. Drehschnitt wie Sau. Und ja, wir kommen jetzt zum Schluss. Ich werde euch mal die Sachen zeigen, die ich gefunden habe. Dazu muss ich aber die Kamera drehen, um euch das zu zeigen. Dann bin ich aus dem Bild erstmal raus. Also bis gleich. So, Mr. Unbekannt hält das Licht. Ich darf den Namen nicht nennen. Er will das nicht. Okay. So, das ist jetzt die Schrotttüte. Und ja, jede Menge Schrott ist zusammengekommen am heutigen Tag. Und ja, ihr könnt auch mal reingucken. Ich versuche mal ein bisschen zu zoomen. Das ist schon extrem dunkel. Ich zeige es euch mal. Das regnet wie Hund. So, und jetzt kommen wir natürlich zu den Funden. Ich mache ja immer bei der Abmoderation auch die Schrottfunde. Also hier haben wir, jetzt sagen wir mal, dass ihr das habt, den kleinen Hochfund mit den Schlitzrosen hier, den vier Stück. So, dass ihr seht, hier das Stück Beschlag. Ich habe mir den eben noch mal angeguckt. Der könnte so ja aus dem Mittelalter sein, also nicht römisch. Dann hier den Rosenkranz. Hier die römische Eichel. Ja, die römische Münze. Sieht aus wie ein kleines Ass. Ja, der Knopf. Haben wir noch was? Ach ja, hier habe ich auch noch eine Römermünze, aber da hatte ich die Kamera nicht angehabt. Also noch eine Römermünze. So. Und das war für heute.
jetzt die Ausbeute. Also wir mussten abbrechen jetzt hier. Das fing an zu regnen wie Hund. Wie gesagt, wir stehen jetzt hier in so einem Häuschen unter. Und ja, der Suchtag hat ein Ende. Wird ein kleines, kurzes Video. Aber wie gesagt, erste Mal jetzt im Video mit Hortfund. Mit einem Hortfund von Schlitzrosen. Ja, zum Schluss möchte ich noch mal meine ganzen Abonnenten grüßen. Vielen Dank, dass ihr mir in all den Jahren treu geblieben seid. Ja, dann möchte ich meinem Sponsor, dem Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de, danken, dass er mich tatkräftig und mit, ja, ich sag mal, mit seinem Equipment für XP und für den Deus unterstützt. Ja, und wir sehen uns spätestens dann im Januar Video wieder. Das wird eventuell dann ein Restaurationsvideo. Also bis dann. Tschüss.